Eine neue Folge Tipps mit Philipp. Das ist, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Wochenende oder Samstag oder Sonntag und das bedeutet, heute gibt es eine neue Folge Tipps. Es geht heute um die Drechselbank. Um genauer zu sein, geht es heute um das Spannfutter an der Drechselbank. Und ein Thema, was manchen schon bestimmt richtig auf die Nerven gegangen ist. Es ist relativ egal, welches Spannfutter ihr habt. Den Tipp könnt ihr mal für beide ausprobieren. Aber hier seht ihr erstmal den Unterschied. Hier haben wir ein großes Spannfutter und hier haben wir ein kleines. Bei dem kleinen wird es sehr wahrscheinlich nicht ganz so oft so ganz schlimm sein. Beim großen eher. Es geht heute darum, dass es bei manchen Drechselbänken vorkommen kann, dass hier dieses Spannfutter viel zu stark auf diesem Futter drauf ist. Auf der Drechselbank. Meine Drechselbank hat eine Arretierung. Das ist hier dieser Stift. Jetzt ist das Ganze frei und jetzt könnt ihr es gleich hören. Es ist einmal eingehakt und wenn ich es jetzt drehe, ist das Ganze fest. Das bedeutet, ich kann hier mein Futter so meistens ziemlich easy runterspannen oder runterschrauben. Manche Drechselbänke haben hier das nicht und normalerweise haben sie dann hier eine Aufnahme für einen Schlüssel, damit man es festhalten kann. Muss aber auch nicht unbedingt sein, bei meiner alten Drechselbank war das nämlich nicht so. Das bedeutet, wenn euer Spannfutter viel zu fest draufgespannt ist, wie kann das passieren? Normalerweise passiert das, wenn man das Spannfutter mit Arretierung nimmt und dreht es volle Möhre hinten rein und gibt ihm da noch dreimal einen richtig festen Stoß, dann kann das viel zu fest drauf sein, sodass ihr es nicht mehr gut runterbekommt. Bei hier so einem großen Spannfutter ist das noch ein größeres Problem, weil einfach eine viel größere Masse hier herrscht. Und wenn ihr jetzt die Drechselbank zum Beispiel anmacht und euer Spannfutter festhält, dann hört ihr es einmal kurz klacken und das ist ziemlich fest drauf. So mache ich es auch nie dran. So, jetzt schauen wir mal, wie gut es abgeht. Ich habe wieder alles arretiert. Und jetzt, oh ja, und ihr seht, das war jetzt auch schon gut fest drauf. Und der liebe Günther Schöne hat mir schon ein paar Mal gesagt, dass es da einen Trick gibt. Und zwar kann man einen Kunststoffring bzw. Pappring oder Papierring hier zwischen Spannfutter und Aufnahme machen. So kann das Spannfutter sich einfach nicht so extrem festziehen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und ihr seht dann gleich, ob es funktioniert. By the way, wenn ihr öfters so ein Problem habt, solltet ihr wissen, dass diese großen Spannfutter einen Arretierungsring haben. Das bedeutet einfach, dass ihr hier das Spannfutter mit einer Madenschraube nochmals hier auf die Aufnahme drücken könnt. Das verhindert halt eben, wenn ihr einen schnellen Gang drin habt und macht die Maschine aus und die Maschine hat eine starke Bremse, dass euch das Futter runterfliegt. Das ist mir mit dem Kleinen schon ein paar Mal passiert. Das hat es nämlich nicht, aber mit dem Großen ist es mir noch nie passiert, weil das Normal nie so schnell dreht. Ich habe es aber auch noch nie festgespannt. Ich habe jetzt ein Stück Karton, das ist dickes Karton, dicker Karton, und ich kann hier einen Durchschlag und damit schlage ich da mal durch. Das ist jetzt erstmal grob. Das passt mir ja nicht so ganz. Und damit mache ich es auch einfach ein Stückchen größer. Karton. Wie sagt ihr? Karton, Karton. Papiermüll. Ein Ring. So, wie machen wir das Ganze fest? Dieser Ring kommt jetzt einfach hier drüber. Ganz so weit wie möglich. So, andersrum. So, und jetzt werden wir das Spannfutter wie eben wieder drauf machen, wo es zu fest drauf war. Und dann schauen wir mal, ob diese Methode bei mir funktioniert. Uah, falsch rumlaufen lassen. Nee, Katastrophe. So. Also das Spannfutter ist schon fest. Aber man bekommt es noch auf. Ich werde es jetzt mal festziehen, wie ich es normalerweise festziehe. Also es ist wirklich gar kein Vergleich zu eben. Aber halten soll es ja natürlich. So ziehe ich es normalerweise mal fest. Und ich werde das jetzt die Maschine mal einschalten und schauen, ob es Futter abhauen möchte. Boah, ich habe es noch nie so schnell da gelassen. Boah, bitte fall nicht runter. Fall bitte nicht runter. Okay, es ist nicht runter gefallen. Das ist immer schön. Also es hat jetzt schon ziemlich gut funktioniert. Eben hat, das war das Futter so fest. Einwandfrei.
Also das ist wirklich optimal. Top. Also, ihr habt gesehen, es hat funktioniert. Ich habe eben auch noch gesagt, bei anderen Drechselbänken kann das vorkommen. Bei meiner alten Drechselbank war das so, dass da gar kein Platz war, irgendwie um das Futter festzuhalten. Ich habe dann immer an der Riemenscheibe das Ganze, also an der Transmission, die Transmission festgehalten und habe irgendwie dann das Futter runterbekommen. Aber das war wirklich ein Akt, weil das Futter über Jahrzehnte nicht mehr runter war und da war das noch fester drauf. Aber jetzt gerade, wenn ihr wirklich Probleme habt, dass ihr euer Futter nicht mehr runterbekommt, weil es jedes Mal so fest drauf ist, weil er vielleicht die Maschine anmacht, dann sollte man das vielleicht auch erstmal grundsätzlich beachten. Aber wenn ihr einfach so ein Ding habt an eurer Maschine, dass euer Futter mal viel zu fest drauf ist, dann probiert mal hier den Tipp mit diesem Stück Karton aus. Hat mich eigentlich echt ganz gut überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut hält. Ich habe eigentlich gedacht, dass dann das Futter eher nochmal runterfliegt. Aber dem war nicht der Fall. Speziell vor ein paar Wochen habe ich noch mit einem Zuschauer telefoniert. Der hat mir ein paar Bilder geschickt und hat gesagt, du Philipp, ich bekomme mein Spannfutter nicht mehr runter. Deswegen habe ich dieses Video hier auch noch gedreht. Genau. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du diesen Trick bereits kennst. Würde mich mal interessieren. Also ich kannte ihn nicht. Vielen lieben Dank, Günter Schöne. Der hat mir schon ziemlich oft diesen Trick gegeben und diesmal habe ich ihn auch endlich angewendet. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und denkt dran, immer schön schauen, dass der Spannfutter fest drauf ist, nicht, dass es euch wie mir geht und der Spannfutter wegfliegt. Wenn du einen Trick hast, schreib mir den ganz, ganz gerne als E-Mail. Schau mal hier unten ins Bild, da ist eine E-Mail-Adresse, kontakt@konterholz.de. Würde mich sehr freuen, wenn du mir deinen Trick zuschicken würdest. Ein paar haben das schon getan und genau die Tricks werde ich jetzt verfilmen. So, jetzt aber ciao und schönes Wochenende.